Sie sehen eine abgedankte Schönheitskönigin. Kuhdame Regina wurde vor Jahren zur schönsten Kuh Bayerns gewählt. Heute lebt die 10-jährige Monowerdenfelserin auf dem Archehof Schlickenrieder und bildet sich immer noch ein wenig was ein auf den vergangenen Ruhm. Die schönen Tiere haben im letzten Jahrzehnt eine bemerkenswerte Wiedergeburt erfahren. Der Bestand war nahezu auf Null geschrumpft. Vor allem dem Engagement von Wirt Jürgen Lochbieler ist es zu verdanken, dass diese alte Nutztierrasse heute wieder häufiger auf Bayerns Weiden anzutreffen ist. Mit seinem Wirtshaus, der Pschorr, direkt am Münchner Viktualienmarkt, hat Lochbieler einen Sehnsuchtsort für Liebhaber fleischlicher Genüsse geschaffen. Hier stand das Monowerdenfelser als erstes wieder auf der Speisekarte. Hier wird bis heute alles von diesem Tier gekonnt zubereitet und genussvoll verspeist. Wie das geschmorte Kronfleisch, das zum kulinarischen Erbe Münchens gehört. Wenn man das ganze Rind verwerten muss, dann habe ich eben auch eine Ochsenbrust. Dann habe ich eine gesottene Ochsenbrust oder ich mariniere sie und tue sie heute sous vide garen oder schmoren. Und das sind natürlich so vielfältige Art und Weise der Zubereitung. Und früher haben wir es viel mehr gehabt. Warum gab es viel Schmorgerichte und Siedegerichte? Weil man hat ja kein Fleisch reifen können. Ich habe ja kein Kühlhaus gehabt, wo ich 6 Wochen meine Lende reinhänge und die 6 Wochen reif. Darum musste man überwiegend schmoren und sieden, weil da habe ich auch ein nicht abgehangenes Rindfleisch weich bekommen und geschmackvoll bekommen. Und daher kommt diese große Küche, dass man eben auch eben aus der Oberschale dann die Rouladen gemacht hat. Was heißt gemacht hat? Rouladen werden auch heute noch handgewickelt im Derbschau. Die Kunst, aus einfachen Grundzutaten echte Köstlichkeiten zu bereiten, das ist kulinarisches Erbe in Perfektion. Das gilt in noch weit größerem Maße für das angesprochene Kronfleisch, das Zwerchfell des Rindes. Laut Definition gehört es zu den Innereien, ist aber ein einzelner, eher langfaseriger Muskel, der in der Münchner Küche vor allem als gesottenes Stück mit Meerrettich serviert wird. Im Schor wird es beherzt angebraten, mit Röstgemüse, Tomatenmark und Rotwein angesetzt und dann langsam und ausgiebig weich geschmort. Am Ende ist es ein butterzartes Stück Fleisch mit reichlich aromatisch dunkler Soße. Normalerweise ist es so, dass der Wirt schreibt eine Speisekarte und dann kauft er danach ein. Und bei uns ist es anders, wir haben Fleisch im Kühlhaus und dann sagen wir, was muss weg davon, was verarbeiten wir. Also ein komplett anderer Ansatz sozusagen der Verarbeitung, ja, und auch des Einkaufes. Und dann sind wir dort gewachsen schon langsam und heute brauchen wir so ungefähr 35 Tonnen Rindfleisch, das sind 100 Schlachttiere, wo wir aber eben zusätzlich uns ja auch noch darum gekümmert haben, eine Vermarktung aufzubauen für Monowerdenfelser Fleisch. Und insgesamt werden da jetzt über 300 Tiere dieses Jahr vermarktet von 51 Landwirten derzeit. Dass aus der fast schon abgehängten Rinderrasse Murnau-Werdenfelser einmal eine solche Erfolgsgeschichte wird, das war wirklich nicht abzusehen. Eine respektable Leistung von Regina und ihresgleichen.